Wir stehen vor tausenden Entscheidungen. Manche ganz banal, wie zum Beispiel, welche Bluse ich heute anziehe. Und einige sehr große, wie, okay, werde ich heiraten oder werde ich nicht heiraten und wen will ich heiraten? Die alles beeinflussen können, von wie unterstützt wir uns fühlen, wie viel wir bekommen, was wir brauchen, wie viel Energie und Zeit wir für unsere alltäglichen Entscheidungen aufwenden, bis hin zu unserem gesamten Lebensverlauf. Ein starkes Vertrauen in dich selbst gibt dir die Klarheit und das Selbstvertrauen, Entscheidungen zu treffen, die deiner Wahrheit entsprechen, egal was passiert. Selbst wenn das bedeutet, andere zu enttäuschen. Hey und willkommen zu deinem Podcast rund um Selbstliebe, Achtsamkeit und Klarheit. Wir werden gemeinsam lernen, lachen und wachsen. Also mach es dir gemütlich, hol dir dein Lieblingsgetränk und sei offen, neugierig und gespannt auf das, was du alles hören wirst. Mein Name ist Eva Silauer und das ist der Rebellious Self-Love Podcast. Let's dive in! Wenn wir uns aus zu wenig Vertrauen zu uns selbst heraus nicht ins Handeln kommen, dann schaden wir uns selbst und verschwenden unsere Zeit und Energie. Wir verändern in manchen Fällen die Bahnen unseres Lebens auf eine Weise, die wir nicht ändern können oder nur schwer ändern können und mit viel Leid verbunden sind. Zum Beispiel eben, wen wir heiraten oder Jobs, die wir annehmen, Entscheidungen, die wir machen, Gelegenheiten, die wir verpassen oder eben auch Entscheidungen, die wir mit unserem Geld treffen. Und vielleicht ist dir jetzt auch gerade so etwas in den Sinn gekommen, wo du dich für etwas entschieden hast, was dir im Nachhinein eher geschadet als genutzt hat. Sich selbst zu vertrauen bedeutet, sich dafür zu entscheiden, auf die Führung deiner inneren Stimme oder deiner inneren Weisheit, wie ich sie heute nennen werde, zu hören und ihr zu folgen, in dem vollen Glauben, dass du weißt, was genau das Richtige für dich ist, auch wenn andere Leute etwas anderes denken oder sagen. Was bedeutet das genau und wie schaut das jetzt zum Beispiel im echten Leben aus? Du zweifelst sehr oft an dir und dieser Zweifel hält dich davon ab, ins Tun zu kommen oder verringert deinen Fokus und damit deine Kraft, etwas zu ändern. Du hinterfragst deine Entscheidungen, Gedanken und Handlungen wie besessen, nachdem du eine Wahl getroffen hast. Dir fällt es schwer, dich an Entscheidungen zu halten oder generell Entscheidungen zu treffen. Du bist erstarrt oder es steigt Angst in dir auf, wenn du versuchst, eine Entscheidung zu treffen. Du analysierst und überdenkst alles. Dir gehen Horrorszenarien durch den Kopf, du holst die Meinung vieler, vieler anderer Menschen ein oder suchst im Internet stundenlang nach Optionen. Du empfindest mehr Angst und Sorgen über Entscheidungen oder Situationen als Ruhe und Zuversicht. Du lässt dich von den Meinungen anderer beeinflussen oder von ihren möglichen Urteilen stoppen. Du machst nicht das, was du wirklich willst, aufgrund dessen, weil du Angst hast, was andere über dich sagen oder denken. Du triffst selbst sabotierende Entscheidungen in Bezug auf Beziehungen, Geld oder Karriere. Du kannst nicht artikulieren, wie deine innere Weisheit mit dir kommuniziert. Du lässt dich leicht verunsichern, wenn es darum geht, was du tust oder welche Wahl du treffen solltest. Und es fehlt dir an Werkzeugen und Praktiken, um Klarheit in dir selbst zu schaffen. Wenn dir da jetzt ein paar Sachen bekannt vorgekommen sind, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass du auf deinem Vertrauen zu dir selbst arbeiten solltest. Also an deinem Vertrauen an dir selbst arbeiten solltest. Und zwar schnell. Und damit du natürlich auch damit beginnen kannst, habe ich heute ein paar Übungen für dich. Bis zum Schluss zuzuhören, zahlt sich also aus.
um ein starkes Vertrauen in dich selbst aufzubauen, welches der Meinung von anderen und der der Gesellschaft widersteht, dich befreit, Entscheidungen aufgrund von müsste und sollte zu treffen und das die Kräfte der Scham und Angst überwältigen kann, wenn sie auftauchen, brauchst du Erfahrung, die du dir mit der Zeit aneignest, welche dir zeigen, dass wenn du dir vertraust, gute Dinge passieren. Es ist also leider nichts, was man so mit einem Fingerschnipsen herzaubern kann oder eben über Nacht einfach so passiert. Wenn du erfolgreich mit kleinen Sachen Erfahrungen aufbaust, beginnst du automatisch auch bei großen Entscheidungen in dich zu vertrauen. Kleine Sachen könnten jetzt sein, sich für ein anderes Paar Schuhe zu entscheiden, die dir ins Auge stechen, wenn du vor deinem Kasten stehst. Oder eine andere Farbe eines Kleidungsstücks zu nehmen, welches du im Geschäft anprobierst, obwohl die Verkäuferin meint, dass es dir gut steht. Eventuell auch das Treffen mit deiner Freundin abzusagen, weil du einfach eine gewisse Enge in deinem Bauch oder in deiner Brust spürst. Und wenn du eben dann doch irgendwie so ein bisschen in dich hineinhörst, dann irgendwie so den Response bekommst, okay, nee, das passt heute einfach nicht und du brauchst halt heute eher ein bisschen Ruhe als eben ein Treffen mit der Freundin gemeinsam. Große Dinge können sein, eine Beziehung zu beenden oder in eine andere Stadt zu ziehen, ein Haus zu kaufen und so weiter. Das Leben ist eben voller großer Entscheidungen und wenn es zu diesen Entscheidungen kommt, ist es umso wichtiger, dass du es schaffst, den externen und internen Blabla zu durchbrechen, um zu deiner inneren Weisheit zu kommen, der du eben vertrauen kannst. Vertrauen in sich aufzubauen passiert also in Stufen und es braucht etwas Zeit und Übung. Deswegen solltest du schauen, dass du dein Vertrauen in dich jeden Tag stärkst. Denn genauso wenig wie du einen Marathon ohne Training laufen würdest, willst du auch nicht darauf warten, dass große Entscheidungen anfallen, bevor du dein Vertrauen in dich aufgebaut hast. Denn wenn das Vertrauen in dich schwach ist und harte, große oder vielleicht sogar unvorhergesehene Sachen passieren, folgen wir eben nicht unserem Herzen und handeln schon gar nicht in unserem besten Interesse, aber stattdessen aus Angst, Scham oder gesellschaftlichem Druck, Verwirrung und noch schlimmer, falschen Pflichtgefühl. Wir versäumen es, unserer inneren Stimme und eben Weisheit zu folgen, wenn wir sie am meisten brauchen. Hier habe ich eben jetzt 4 Übungen, um dein Vertrauen zu stärken, die du ab jetzt am besten jeden Tag machen solltest. So wie wenn du deinen Körper trainierst und dabei eben jetzt nicht nur ein Körperteil trainierst, sondern deinen ganzen Körper hoffentlich, gibt es beim Vertrauen zu dir Übungen, die du konsequent und regelmäßig machen solltest. Vertrauen in dich braucht mentale, spirituelle, emotionale und körperliche Muskeln unter Anführungszeichen. Kommen wir zu den 4 Muskeln und zu jedem dieser 4 Muskeln, eben in Anführungszeichen, um es einfach besser bildlich auch darstellen zu können, habe ich eben dann auch jeweils eine Übung, die du eben ausprobieren kannst bzw. solltest und sie am besten eben gleich jeden Tag in deinen Alltag integrieren solltest. Keine Sorge, das sind keine super komplizierten Übungen und es sind jetzt auch grundsätzlich keine Übungen, die ewig lang brauchen. Also ohne Probleme in den Alltag integrierbar. Fangen wir mit dem mentalen Muskel an. Deine Gedanken sind nur eine Reihe von Überzeugungen und Glaubenssätzen. Trainiere also deinen Geist neu, um Magie zu sehen. Achte einmal darauf, wie du Entscheidungen entgegen deiner Gefühle triffst. Nur weil du einen Glauben oder Gedanken in deinem Gehirn eingeloggt hast, der sagt, es ist so, wie es ist. Dein Verstand enthält einen riesigen Haufen von Überzeugungen, die du auf deinem bisherigen Lebensweg aufgesammelt hast. Weil der rationale, logische und wissenschaftliche Teil seinen Platz hat, unseres Lebens seinen Platz hat,
sind diese nicht mehr oder weniger wertvoll und real als magische Zufälle, Wunder oder unerwartete Freuden. Also tu dir selbst einen großen Gefallen und befreie deine Gedanken, um wieder Magie und Wunder zu sehen. Dein kleines Kind in dir hat immer daran geglaubt. Warum solltest du es nicht auch tun? Deswegen kommen wir zur folgenden Übung. Dinge aufzuschreiben macht sie realer für uns. Denk nur einmal daran, an all die Wörter, die über Jahrhunderte geschrieben wurden, von Menschen unbestreitbar geglaubt werden, nur weil sie in Büchern veröffentlicht wurden. Und jetzt bist du dran, deinem Verstand zu beweisen, dass Magie und Wunder existieren. Besorg dir also ein kleines Notizbuch und gib ihm den Titel Magische Momente und Wunder. Und führe es mit dir, so oft es geht. Wann immer etwas Zufälliges passiert, schreibe es in das Notizbuch. Wenn ein so-called Wunder passiert, schreibe es auf. Wenn du deiner Intuition, deiner inneren Stimme, deiner inneren Weisheit folgst und es passiert was Gutes, schreibe es auf. So behältst du den Überblick über alles, was dir passiert, was dir nicht logisch, rational oder erklärbar ist, aber es ist real, weil du hast es erlebt und du hast es aufgeschrieben. Hör auf zu sagen, ich kann es nicht glauben und beginne zu erkennen, dass Magie und Wunder, die passieren, ganz normal sind. Je mehr du tust und es zulässt, umso mehr wirst du sehen und erkennen. Der zweite Muskel, um den es heute geht und den ich dir mitgebracht habe, ist der spirituelle Muskel. Wenn du an die Angst glaubst, kannst du nicht vertrauen. Entscheide dich dafür, an die Liebe zu glauben, denn die Liebe ist das Stärkste, was es gibt auf unserem Planeten. Wenn Angst präsent ist, ist es fast unmöglich für dich, in dich hineinzuhören, geschweige denn, sich selbst genug Vertrauen entgegenzubringen, um Maßnahmen zu ergreifen. Angst verwirrt deine Gedanken und veranlasst dich, schlechte Entscheidungen zu treffen. Um dein Vertrauen in dich zu stärken, musst du stärker als deine Angst werden. Und der beste Weg, um das zu schaffen, ist die Verbindung zu der einen Sache zu stärken, die kraftvoller ist als die Angst. Und das ist die Liebe. Wenn die Angst hochkommt, ist das Erste, was sie macht, deinen Geist zu beeinflussen und dich zu verwirren und zu überwältigen. Deine Aufgabe ist es jetzt, das zu unterbrechen. Jedes Mal, wenn du das tust, stärkst du dein Vertrauen in dich selbst. Wann immer du dich in einer Situation wiederfindest, wo du Angst, Furcht, Zweifel oder Verwirrung hochkommt, halte für einen Moment inne und mach Folgendes. Schließe deine Augen, wenn es die Umstände natürlich ermöglichen. Nimm einen tiefen Atemzug und leg eine Hand auf dein Herz und wiederhole folgendes Mantra. Ich entscheide mich dafür, an die Liebe zu glauben. Ich entscheide mich dafür, meinen Glauben in Angst loszulassen. Sag dir dieses Mantra so lange vor, bis du merkst, dass die Angst weniger wird. Dann starte eine Unterhaltung mit deiner inneren Weisheit, um zu schauen, was sie sagt. Im Idealfall kannst du das dann sogar aufschreiben, wenn nicht, ist es auch kein Problem. Aber das ist auch eine gute Übung, um, wenn die Angst dann sozusagen abnimmt, einfach mal in dich hineinzuhören, was hat das jetzt eigentlich ausgelöst? Der dritte Muskel ist der emotionale Muskel. Du musst also unterscheiden zwischen der Stimme der Angst und der Stimme der Liebe. Und das kann natürlich sehr schwierig sein zu wissen, wann man sich vertrauen kann und wann nicht. Und es stimmt, dass wenn Angst durch dich strömt, dass du nicht die beste Person bist, die man um Rat fragt. Emotional brauchst du die Stärke, um deinem inneren Kritiker,
das Mikrofon wegzunehmen und es deiner inneren Weisheit zu geben. Und das braucht natürlich ein bisschen Übung. Deswegen ist die nächste Übung dafür da, dass sie dir hilft, deine innere Weisheit besser hören zu können. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas komisch an, aber schlafe mit deiner inneren Weisheit für eine Woche. Wie schaut das aus? Zuerst mal, was machst du jetzt gerade, um mit deiner inneren Weisheit zu kommunizieren? Sprichst du täglich mit ihr oder hast du überhaupt noch nie mit ihr gesprochen? Wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann ist es auf jeden Fall höchste Zeit, eine intime Beziehung mit deiner inneren Weisheit aufzubauen. Und der beste Weg dafür ist, das Bett mit ihr zu teilen. Für die nächsten 7 Nächte und Tage ist das sozusagen die letzte Person, unter Anführungszeichen, mit der du sprichst, bevor du schläfst, und die erste Person, mit der du sprichst, wenn du aufwachst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Journal und ein Stift. In der ersten Nacht, wenn du schon im Bett sitzt, ja, aber eben noch nicht schläfst, nimm dein Journal und schreibe deiner inneren Weisheit sozusagen einen kleinen Brief. Sag ihr, wie sehr du dich freust, eine tiefere Beziehung mit ihr zu beginnen. Dazu kannst du mit folgendem Satz beginnen. Liebe innere Weisheit, ich bin so aufgeregt, dass wir die nächsten 7 Tage das Bett miteinander teilen. Und dann liste alle Dinge auf, die du gerne empfangen möchtest und erfahren möchtest. Danach leg dein Journal einfach beiseite und träume schöne Träume. In der Früh, wenn du dann aufwachst, ist das Erste, und zwar wirklich das allererste, was du machst, du schnappst dir dein Journal, schließt deine Augen und fragst deine innere Weisheit, ob sie eben jetzt zu dir kommt und mit dir spricht. Dann schreib in deinem Journal, liebe innere Weisheit, was möchtest du mir heute mitteilen? Und dann wartest du einfach ein bisschen. Gerade am Anfang muss man dann meistens ein bisschen warten, bis die innere Weisheit dann auch wirklich mit einem spricht. Und dann schreib einfach alles auf, was in deinem Geist so daherkommt. Ja, lass es einfach wirklich fließen, ganz natürlich kommen, ohne Druck, ohne irgendwas, einfach im Flow bleiben. Und egal, was du aufschreibst, schreib es einfach auf, ja, egal ob man es lesen kann danach oder nicht, weil es einfach nur ein Gekratzel ist, ja. Aber lass es einfach mal fließen. Du wirst sehen, wenn du das regelmäßig machst, ja, und auch über diese 7 Tage hinaus machst, dann wird es einfach immer deutlicher, immer intuitiver und es kommen immer mehr Sachen daher. Und du erfährst einfach immer mehr über dich und über deine Gedanken und das fühlt sich einfach super cool an und super schön an, wenn du einfach immer mehr sozusagen mit dir in Verbindung kommst und eben auch eine immer tiefere Beziehung zu dir selbst einfach aufbaust. Ja? Aber eben am Anfang, mach dir überhaupt keinen Stress und keinen Druck, wenn du einfach nur zeichnen willst, also wenn du einfach nur einen Impuls hast zum Zeichnen, ja, dann zeichne einfach irgendwas. Und wenn das Kreise sind und einfach nur Striche oder so, ja, egal, ja, lass es einfach kommen. Es ist ein Impuls, der einfach aus dir raus möchte und das ist einfach ein Beweis sozusagen für deine innere Weisheit, okay, sie hört mir jetzt zu, sie macht zwar jetzt nur Kreise, aber diesen Impuls habe ich geschickt und sie hat ihn aufgenommen und sie macht ihn jetzt, okay, na probieren wir es beim nächsten Mal vielleicht mit was anderem. Also gib dem Ganzen wirklich einen Versuch, ja, und probier es einfach wirklich mal für diese 7 Tage aus. Okay, kommen wir zum letzten, ja, zum 4. Muskel und das ist eben der körperliche Muskel. Ja. Das heißt, halte inne und erkundige dich täglich bei deiner inneren Weisheit und mache kleine Schritte, bevor du große Sprünge machst. Erinnere dich, Vertrauen wird in kleinen Schritten und über die Zeit gebildet. Suche dir also am besten wirklich jeden Tag Möglichkeiten, mit deiner inneren Weisheit in Verbindung zu treten. Ja, also immer, wenn du Entscheidungen treffen musst oder Entscheidungen zu treffen sind,
gilt als erstes Check-in mit deiner inneren Weisheit. Das kann sein, wo du zum Mittagessen hingehst oder generell, was du essen wirst. Oder ob du jemanden gleich anrufst oder später anrufst. Oder welchen Weg du zum Beispiel heute nach Hause nimmst. Frag deine innere Weisheit zuerst und achte darauf, wie sie mit dir kommuniziert. Ist es eine Stimme, die sich meldet? Oder zeigen sich dir Bilder oder Muster, die in deinen Träumen zum Beispiel erscheinen? Oder spricht sie durch innere Empfindungen und Gefühle in deinem Körper? Oder weiß sie einfach Dinge und pflanzt sie dann in dein Bewusstsein? Je mehr du mit dir sprichst, umso öfter und klarer wird sie mit dir sprechen. Ja? Je mehr du dir deiner inneren Stimme vertraust, je mehr wirst du dir selbst vertrauen. Mach also jeden Tag einen Check-in. Das ist im Endeffekt sozusagen auch die Übung dazu. Ja? Für jede Entscheidung, die du tagtäglich triffst, halte kurz inne und erkundige dich zuerst, was deine innere Weisheit zu sagen hat. Mach am besten ein Spiel daraus. Ja? Um mit deiner inneren Weisheit zu kommunizieren, musst du einfach nur deine Augen schließen, einen tiefen Atemzug nehmen und deine Frage stellen und auf die Antwort warten. Und die Antwort kann auf unterschiedlichste Weise jetzt natürlich daherkommen. Das heißt, am Anfang musst du wirklich mal ganz genau und offen, achtsam auf alles rund um dich herum, aber auch in dich hinein spüren, wie denn die Antwort daherkommt und was die Antwort auch sein kann. Es kann zum Beispiel eine Nachricht sein, die du hörst. Zum Beispiel, da kommt gerade irgendwas im Radio oder im Fernsehen oder so, ja. Oder es geht auf einmal irgendwie eine Podcast-Folge an, die du dir anhören wolltest oder irgendwie sowas. Ja? Oder es kann ein visuelles Bild sein, das durch deinen Geist blitzt oder das du im Außen gerade siehst. Ja? Du denkst gerade, du stellst gerade deine Antwort und dann schaust du auf einmal irgendwo hin und du siehst auf einmal dann gerade irgendwas und denkst da, oh, okay, das passt irgendwie gerade zu meiner Antwort. Oder es kann sein, dass es ein Gefühl ist, was du in deinem Körper spürst. Oder es kann einfach sein, dass du es einfach weißt. Ja, du kannst nicht genau sagen, woher es kommt oder so. Du weißt es auf einmal einfach. Ja? Das kann zum Beispiel auch sein. Es kann zum Beispiel auch sich so anfühlen, als ob dich jemand in eine bestimmte Richtung führt oder eben von einer bestimmten Richtung wiederum wegführen möchte. Ja? Sei also aufmerksam zu allen Zeichen, die eben zu dir kommen und passe deine Entscheidungen dann aber auch auf diese natürlich an. Und am besten funktioniert das dann auch, wenn du am Ende des Tages dich hinsetzt, also mit deiner inneren Weisheit sozusagen dich hinsetzt und mit dir selbst einfach so sprichst, was du heute so gelernt hast über das Vertrauen zu dir selbst und wie deine innere Weisheit eben mit dir kommuniziert. Und das dann vielleicht auch am besten aufschreibst, um einfach zu erkennen, okay, was ist mein bevorzugter Kanal oder mein offenster Kanal für das? Und so tust du dir natürlich dann auch im Nachhinein leichter, wenn du weißt, okay, ich habe da eher so ein Bauchgefühl oder ich bin eher der visuelle Typ, der dann doch wirklich irgendwie so Art Zeichen oder sowas sieht oder ich bin eher so der Typ, dem kommt das wirklich so ins Gedächtnis. Ja, da blitzt auf einmal irgendwie so im Gedächtnis was auf. Und so kannst du dir einfach dann auch das Ganze leichter machen, wenn du das aufschreibst. Ja, das waren die 4 Übungen, /Muskeln, die du nutzen kannst, um dein Vertrauen in dich selbst aufzubauen und zu stärken und die du eben super einfach jeden Tag machen kannst. Denn du wirst sehen, wenn du ein oder mehrere dieser 4 Übungen jeden Tag machst, dass du auf jeden Fall einen Unterschied merken wirst und eine positive Veränderung erkennen wirst. Und wenn du das in deine Morning Routine einbaust oder eben einfach so zwischendurch über den Tag einfach mal innehältst und eben so einen Check-in mit dir machst, es wird eben immer leichter werden. Und das ist jetzt nichts, was ewig lang braucht oder wo du jetzt weiß Gott was für ganz spezielle Equipment Sachen brauchst. Ja? Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieser Übungen und beim Implementieren in deinen Alltag
Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir zum Beispiel einen Kommentar da lässt oder mich eben anschreibst und mir berichtest, wie es dir mit den Übungen geht und welche Unterschiede du erkennst oder merkst. Ja? Oder wo du eventuell vielleicht auch Probleme oder Fragen hast, kannst du mir natürlich auch jederzeit gerne schreiben. Wenn du mehr Führung und Unterstützung in diesem und auch in vielen anderen Bereichen, die ja Selbstliebe umfasst, haben möchtest, dann schreib mir ebenfalls gerne oder mach einen unverbindlichen Call mit mir aus und wir quatschen einfach mal ganz relaxed. Wenn diese Folge hilfreich für dich war, ja, dann vergiss auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren und ihn eventuell auch mit deinen Freunden zu teilen. Denn wenn du sagst, boah, okay, das war so cool und das waren wirklich tolle Infos, die ich da bekommen habe, die könnten meiner XY-Freundin, Freund auch helfen und das könnte ihm auch gefallen, na dann teile wirklich gerne diese Folge mit deinen Freunden oder auch gerne auf deinem Social-Media-Kanal, um einfach noch mehr Leuten zu helfen und damit einfach noch mehr Leute davon auch profitieren können. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel Liebe. With love, deine Eva. Ciao.